Hallo, mein Name ist Danny. Wenn ihr bei eurem Miele-Geschirrspüler den Fehler F79 habt, ist das ein Problem zwischen der Elektronik und der Umwälzpumpe. Meistens ist hier der Frequenzumrichter kaputt. Es kann allerdings auch an der Umwälzpumpe selber liegen. Hier sollte man zuerst die Umwälzpumpe mal überprüfen. Die hat meistens drei Pins. Zwischen allen drei Pins sollte der identische Widerstand messbar sein. Und ist das gegeben, dann liegt es meistens an der Hauptelektronik. Und die sollte dann ausgetauscht werden.